Yo Leute, willkommen zurück bei Tombi 1. So, wir hatten hier aufgehört, wir sind mit dem Floß gefahren, Leute. So, jetzt muss zum Dorf Bacchus. Ich habe da schon was vergessen, die Truhe. Ich weiß jetzt, wie das geht mit den Truhen, Leute. Wir müssen jede Person ansprechen, damit sich die Truhe triggert. So, die Elementarwaffen muss ich auch noch holen. Geheimtechnik oder wie es auch heißt hier. So, wir reden jetzt mit jedem. Ich glaube, wir müssen mit dem hier reden. Das ist das Wichtigste. Dann triggert sich die Truhe. Aber wir reden aber mit jedem. Damit sich... Also, dass das ja, dann kommt halt, ne, Leute. Ist wichtig. Auch mit dir auch und mit dir. So, jetzt muss die Truhe erschienen sein. Da ist die, Leute. Orangenschweintasche. Die Mäuse Schweinetasche war das, ne? Geschafft. Dorf Bacchus. So, der da drüben, der da oben, der hier, hat was für uns. Hey, Tombi, lange nicht gesehen. Was ist los, du brauchst Wein? In Ordnung, solange der nicht für dich ist, kannst du ihn haben. So viel du willst. Aber trink ihn ja nicht selbst, junger Mann. Wein erhalten, Leute. So. Bringen wir das Wein erstmal weg zu dem Person, der das braucht. Das ist im Dorf der Zivilisation, war das, wenn ich mich gut erinnere. Genau, Dorf der Zivilisation, Leute. Auf jeden Fall machen wir heute einen Bosskampf. Ich weiß nicht, ob ich den Trick starten soll, Leute, den Bosskampf. Dann haben wir uns hinter uns, ne? Dann haben wir es hinter uns, Leute. So, der Typ wollte es haben. Erstmal. Ja, warte mal erstmal. Ich komme gleich zu dir. Ich konnte ja nicht beim letzten Mal hier reingehen. Jetzt machen wir das. So. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, Leute. Wir haben ja Baron, deswegen. Ja, du brauchst einmal Wein. Wir haben ja mit dir geredet. Hier, bitteschön. Boah, das ist der berühmte Wein aus dem Dorf Bacchus. Geheimrezept seit 14 Generationen. Solchen Wein macht heutzutage niemand mehr. Seewasser, machst du Witze? Das ist ein erstklassiger Wein. Naja, ist eher egal. Ich werde sowieso nicht davon trinken. In Ordnung. Schauen wir mal, das hier gehört dahin und das dahin. So, ich bin fertig. Treibstoff. Butter für Gogo-Dinge. Ja. So, ich muss los. Ich werde dieses Baby Probe fahren. Adios, amigo. Oh Mann, das muss ich auch noch machen. Ne? Ich hab gar keine Lust, Leute. So, wo könnten wir jetzt hin? Ja, wir können jetzt eigentlich gegen den Boss kämpfen. Damit wir das Hund hinter uns haben, Leute, wie gesagt. Der eine Typ, der hier drüben die ganze Zeit war, der hat ja auch von einer Hexe erzählt. Da könnten wir auch hin. So, jetzt muss das getriggert hier sein. Das Tor. Da ist es. So, ich bin sowieso bereit. Aber ich muss noch wechseln. Wartet mal. Ja, ich wechsle lieber, Leute. Ich habe keine Lust jetzt, dass wir unnötig dann sterben oder sonst irgendwas. So, wir haben jetzt ausgerüstet, den Antaken. Und los geht's, der Spaß. Ich hoffe,
Dich kann man schneller besiegen als bei dem anderen vorherigen. Na, wenn das nicht der seltsame aussehende Junge ist, soll das ein Witz sein? Ich dachte, alle möglichen großen, starken Leute würden gegen mich antreten. Ich kann jeden hier schlagen, ganz gleich, wie viele es sind. Warum? Weil dieser Ort das sage ich dir nicht. Deine Aufgabe ist es, das herauszufinden. Du findest es heraus, wenn ich dich zerquetsche. Komm her. Wer zerquetscht wem hier? Und das war's. Leute, das war der schnellste Bossfight, den ich je hatte. Dorfbakkus geschafft. Krass. Endlich sind das zu Menschen geworden, Leute. Die Mäuse sind nicht mehr Mäuse. Ach, die Menschen sind jetzt Menschen geworden und keine Mäuse mehr. Oh Mann. So, ja, der Typ hat ja von der Hexe geredet. Wir könnten noch dahin gehen. Dann werde ich noch zum Trickdorf gehen. So, das könnt ihr eigentlich jetzt benutzen. Ja, anfangen. Haben wir denn alle Sachen für sie? Wenn ich so überlege, eigentlich ja. Ja, wir schauen, Leute. Wenn uns was fehlt, dann gehen wir uns noch holen, ne? Weil die will auf jeden Fall viele Sachen haben. Hier, Leute. In dieser Tür ist die drinne. Da ist sie. Oh, hallo Süßer. Ich? Mein Name ist Mizuno. Mizuno? Die Hexe. Die süße Hexe. Geschafft. So, du willst also auch noch magische Bonbons haben, was? Nun, das ist nicht so einfach. Für Bonbons braucht man eine beißende Pflanze, etwas silbernes Pulver und natürlich Melese, Coca-Clown. Geben dem Ganzen einen netten Geschmack. Ein Buttermuschidorn und die geheime Zutat Nadelgator-Zähne. Okay. Stell dich da hinten vor dem Kessel und wirf die Zutaten hinein. Ja, Leute, wir haben nicht alles. Machen wir Bonbons. Wir haben nicht alles, Leute. Fast aber alles. So, was haben wir denn? Das haben wir. Melese oder wie das auch heißt. Offensichtlich fehlt dir noch eine Zutat. Du brauchst noch die beißende Pflanze, um das Rezept zu vervollständigen. So, beißende Pflanze haben wir noch nicht. Aber wir können die Coca-Cola werden. Ja, ich weiß. So, silbernes Pulver benutzen wir auch noch. Ja, ich weiß. So, was könnten wir denn noch hier? Die drei Kristallkugeln. Schmutziger Spiegel. Unkraut wäre nicht da. Bonkblume will die auch? Alter. Ja, ich habe das jetzt benutzt. Und wofür? Für nichts. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt benutzen soll, weil die sagt ja immer nach, die ganze Zeit, ja, diese eine Ding, beißende Pflanze. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Scheiß gebaut, Leute, weil ich werde das jetzt so machen, dass ich das jetzt speichern werde. So, ich speichere das mal, Leute, damit wir keine Probleme haben. So, frei mache ich das mal.
Wenn wir mal ein Problem haben sollten, Leute, dann werde ich das von hier aus anfangen. Damit ihr Bescheid weiß. Weil die will die ganze Zeit die beißenden Pflanze haben. So. Was könnten wir jetzt noch machen? Ah, ich weiß, wo wir hingehen können. Weil ich will die Elementar... ja, Waffen haben. Wie war... Wo war die denn mal? Baron. Genau. Lavahöhlen, genau. Da war es, Leute. Ja, der Typ hat ja sein Dings verloren, seinen Sack wieder. Von seinem Chef. Deswegen will der keinen Ärger bekommen, versteckt er sich. Deswegen müssen wir jetzt dahin. Der Sack ist, glaube ich, wieder hier. Hat er, glaube ich, vergessen. So, hier war das nicht. Da drüben. Da ist es. So, was der Dieb vergaß. Jetzt gehen wir zu dem Dieb, Leute. Der Dieb ist im verwunschenen Villa. Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu dem seinen rechten Hand gehen sollen oder zu dem Dieb. Erstmal gehe ich mal zu dem rechten Hand. Vielleicht muss ich das bei ihm abgeben. Ich schau mal, Leute. Vielleicht mache ich das eher falsch, aber wir schauen erstmal. So. Oh, wir könnten rein. Oh Mann. Egal, ich hol mir das jetzt. Noch immer noch nicht genug Erfahrung. Okay. Vielleicht muss ich 10 sammeln, Leute. Das mit dem Schwein umbringen und so. Ich weiß ja nicht. Naja, erstmal gehen wir zu dem Dieb. Oder muss ich das bei dem abgeben? Oh Leute, wenn ich schon hier bin, dann mache ich das erstmal so. Ich Idiot, ey. Ja, ich bin einfach da reingegangen. Ich dachte, ich komme da nicht rein. So. So, muss ich das bei dem jetzt abgeben? Ja, hab ich mir schon gedacht. Oh, super, du hast es gefunden. Vielen Dank. Was der Dieb? Sehr geil. Geschafft. So, jetzt können wir zu seinem Boss. Hier, ich möchte, dass du das hier nimmst. Das ist dafür, dass du mir so oft geholfen hast. Käse. Ich gebe das hier meinem Chef zurück, bevor ich es nochmal verliere. Ja, wir gehen jetzt zu seinem Chef. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein Chef ist. Stimmt. So, hier drüben ist der. Ist das wirklich sein Chef? Wir schauen jetzt, Leute. Ja, der sagt das Gleiche. Oh, ah, ich habe ihn verloren. Das Zeug innen drin auch weg. Na gut, er liegt hier wahrscheinlich noch irgendwo rum. Wenn du es findest, kannst du es haben. Kann es sehr wichtig für mich sein, wenn ich jetzt verliere. Nimm ihn, du Dieb. Moment mal, ich bin ja der Dieb. Hahaha. Okay, Leute. Am Anfang hat er es gleich gesagt, der Schatz des Chefs. So, was ist denn hier drin? Edelschein des Chefs. Geschafft. Okay. So, ich werde noch dahin gehen. Nein, hier. Da drüben. Wo war das nochmal, ey? Hier war das nicht. Hier glaube ich. Schau mal. Ich hoffe, ich finde das jetzt schnell. Ja, hier ist das. Das hat es gesucht. So. War das knapp.
Irgendwo könnten wir noch hin, aber das werde ich noch nicht machen. Erstmal gehen wir. Ja, das haben wir jetzt nicht. Zu dem 10.000-jährigen Reise-Trickdorf. Wir können ja jetzt tauchen, Leute. Wir müssen jetzt die Sachen sammeln und ihm das abgeben. Das machen wir mal schnell. So. Ah, genau, Leute, ich habe was vergessen da im verwunschenen Müller. Egal, das mache ich dann noch gleich, wenn ich das hier gemacht habe. Ja, das brauche ich nicht mehr. Ey, lass mich in Ruhe. So, hier ist die siebte. Aua, Hilfe! Nein, nein! Alter! Ey, der lass mich nicht in Ruhe, Mann. Kann ich dir nicht... Ja, ich wollte schon sagen, kann ich dir nicht besiegen. So, hier kann ich noch nicht hin. Oh, war der hartnäckig, ne, Leute? Autsch. Du nervst jetzt auch, ey. Komm her. Der war unnormal hartnäckig. So. Das nehmen wir mit. Kann ich hier runter? Doch. Ja, ey. Die nerven auch, ne, diese Fische. Oder sind das Piranha? Ja, die haben solche Zähne, ne? Bestimmt sind das Piranhas, Leute. So. Was haben wir denn jetzt alles? 1, 7, 2, 8. Ja, fehlen noch. Viele. Da ist die 4. Boah, ey. Hallo, Tommy. Ich wollte schon sagen, macht er nicht. So, hier ist die 4. Ah, hier. Der eine blaue Geheimkräfte, genau. Ja, wir haben den grünen noch nicht bekommen. Den roten. Und jetzt den blauen bekommen wir jetzt auch nicht, Leute. Früher habe ich das immer geschafft, aber jetzt habe ich richtig viele Probleme hier. So, 9 haben wir auch. Haben wir jetzt alle überhaupt? Ich muss mal gleich gucken. 8 ist hier. Na, 6 ist das, oder? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. War das nicht 10? Autsch. Ja, das waren 10, Leute. Hab ich die 10 überhaupt? Ich schau mal nochmal. Nee, haben wir nicht. Vielleicht habe ich die übersehen. Meine Fresse. Scheiße, ah, da oben ist sie. Nein, das habe ich vergessen. So, wir haben alle. Boah, scheiß Fische, Mann. So, jetzt endlich zu den 1000-jährigen Weisen. 10.000-jährigen Weisen, Leute. Oh, Mann. 10 Matheperlen geschafft. Ah, dies sind tatsächlich die Matheperlen, die ich dich gebeten hatte. Vielen Dank. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, mein Sohn. Ich musste deine Stärke auf die Probe stellen, mein Sohn, okay. Diese bösen Schweine sind nämlich furchterregend. Auf alle Fälle habe ich jetzt meine Pflicht erfüllt. Was meine Pflicht war? Na, dir Tauchen beizubringen, damit du die Schweinetasche aus dem Trickdorf holen kannst. Hahaha, da fällt mir ein. Du musst die Schweinetasche holen. Schätze, ich gebe dir dafür auch den 10.000 Jahre alten Schlüssel. Der
tausendjährige Weise hat gemeint, ich soll ihn dir geben, der alte Knacker. Endlich, Leute. Jetzt fehlt nur noch eins. Die Geschichte der bösen Schweine. Ich glaube, danach solltest du besser den uralten Weisen fragen. Er ist der älteste der Alten. Er wird dir sogar sagen können, woher die bösen Schweine ihre Macht beziehen. So, der Schlüssel zum unterirdischen Labyrinth ist... Ah, ja, hier ist er. Draht des Diebs erhalten. Quelle der schwarzen Magie. Der uralte Weise lebt in dem unterirdischen Labyrinth unterhalb des Wachsturms. Sei vorsichtig. Oh Mann, ey. So, da wollte ich ja hin, Leute. Da werden wir noch hingehen, habe ich ja gesagt. Das werden wir noch machen. So, ja, voll viele Sachen haben wir jetzt nicht bekommen hier. Sehr schade. Was ist denn eigentlich hier? Wir schauen mal. Ach, wir kommen hier raus. Okay. Warum kann ich bestimmt nicht benutzen hier? So, Tommy macht jetzt keinen Scheiß. Ja. Ja, das brauchen wir, Leute. Das können wir direkt benutzen und... Genau, zum Wachturm. Dann gehen wir mal zu dem richtig alten Weisen. Der älteste von Alten oder was er auch sein soll. Oh Mann. So, das haben wir schon abgeholt, ne? Ja. Genau, wir haben jetzt den Schlüssel, ne? Oh Mann. Ja, wir können jetzt voll viele Sachen dann uns holen gehen. Hier oben muss ich nochmal hin. Weil da ist eine Truhe. Leute. Boah, Tombi, mach doch einfach. Idiot. Oh Mann. So, nach links. So, da ist die Truhe. Endlich können wir die jetzt öffnen, Leute. Ja, ich weiß nicht, ob ich die alle sammeln soll und euch zeigen soll. Weil da sind viele Truhen, Leute. Sehr viele. War noch hier eine Truhe? Schau mal. Nein. Da oben war auch keine Truhe. Nein. So, jetzt hier runter. Hier rein, Leute. Was ist das? Geschafft. Ja, Leute, es ist nicht mehr lange. Wenn wir jetzt schon hier reingehen, ist nicht mehr viel, Leute. Also ich muss auf jeden Fall noch die Hexe machen. Was ist unter dem Wachturm geschafft? So, wie gesagt, Leute, ist nicht mehr lange, wenn wir schon hier sind. Schaufel, Schaufel, puh, Graben ist mein Leben, aber diese Mauer ist echt schwer. Moment mal, ich verspreche dir, ich werde einen Weg finden, wie du da durchkommst. Zum Glück haben wir den angesprochen. Grabe wie ein Maulwurf. Ja, Leute, eigentlich habe ich ja bei meinem ersten Part schon gesagt, dass ich nicht vieles lesen werde. Da habe ich schon alles gemacht. Ein Wahrsager sein soll, okay. Okay. Der blaue Wahrsager. Ja, Leute, ich würde das jetzt nicht lesen, weil unwichtige Sachen werde ich nicht mehr lesen, Leute. Gebe ich jetzt zu. So. Ah, hier ist das. Wie heißt das nochmal? Nadelgator-Zähne? Erkältungsmedizin. Perfekt. Käse. Was hast du? Die Tür des Diebs. Okay. Ja. Okay.
Ja, Leute, ich werde nicht mehr vieles lesen. Ist nicht mehr lange. So. Können wir jetzt hier rein? Ja. Die Tür des Diebs. Geschafft. So, hier ist der Wahrsager. Was hast du zu sagen? Du hast mich erschreckt. Wie bist du hier reingekommen? Ein Draht. Dein Draht ist zerbrochen. Also deswegen steckst du in Schwierigkeiten. Du brauchst also bloß einen Draht, der nicht bricht. Was? So, was ist mit dir, Wahrsager? Ich bin ein Wahrsager und kann deine Zukunft voraussagen. Der blaue Wahrsager. Geschafft. Nun, sieht so aus, als wenn du genug hast. Schauen wir mal. Blau ist die Strandtür. Orange ist der Urwald. Gelb ist der Wächter der Zeit. Und das übrige Blau ist hier irgendwo in diesem unterirdischen Labyrinth. Geh zuerst zu dem uralten weisen Mann. Dein Kampf steht noch bevor. Nimm dies von dem Wahrsager. Max hier. Und bitte gib auf die Schacht. So, wir haben was von ihm bekommen. Und hier müsste der letzte sein. Aber nehmen wir natürlich also mit. Coca-Klaue. Essen und Soße. Wir haben jetzt zwei Coca-Klauen? Wieso das denn? Ah, vielleicht ist das so, dass wir das nicht benutzen dürften, Leute. Kann sein. Vielleicht habe ich Scheiße gebaut da drüben. Wenn das so sein sollte, machen wir das ja nochmal. Ich werde das dann nachspielen. Weil 100% muss ich das spielen, Leute. Essensdose. Beißende Pflanze. Ah, da ist das. Endlich, wir können gleich direkt zu der Hexe gehen. So. Hier drüben gehe ich noch nicht hin. Ja, die Truhe können wir noch nicht öffnen, weil wir zu den alten Mann gehen müssen. Zu den sehr alten. Der alte Weiße, sagen wir mal. So. Ja. So, können wir noch nicht hier rein? Nein. So, was hast du zu sagen? Ich wollte da nur einen Tunnel graben, aber da war bereits ein seltsamer kleiner Baum. Raum. Und kein Baum. Idiot. So. Mein Partner ging da rein, obwohl ich ihm davon abgeraten hatte. Ja, wir haben eine Runde gedreht. Auf jeden Fall brauchen wir hier etwas. Was ist denn hier? Schauen wir mal. Ah, von hier kommen wir raus. Und da ist eine Truhe. Ja, wenn wir schon hier sind, holen wir uns die Truhen, Leute. Wir haben 9. Ich glaube schon, dass wir 10 sammeln müssen da unten. Damit wir das bekommen. Diese Geheimtechnik, Leute, diese rote. Ich sag ja Feuerelement. Ich werde das auch machen jetzt. So, was haben wir hier vergessen? Hoffentlich nichts. Haben wir auch nichts. So, ich mach das mal schnell hier, ne? Dann noch ein bisschen Zeit. Ich werde das ein bisschen länger machen, den Part. Ist ja nicht mehr lange. Gehen wir mal kurz rüber. Wir müssen sowieso dahin. Weil zu der Hexe müssen wir. Wir haben fast alles. Autsch. Das war jetzt richtig mies. So. Ist noch hier ein Gegner? Nein, dann gehen wir direkt mal rüber. Oh Mann, wieso habe ich den ja besiegt, ey? So, jetzt muss ich noch 2 Gegner finden. Ich Idiot.
weil ich den einen besiegt habe. So, da ist einer. Ich werde noch versuchen, den Geheimtechnik noch zu holen, wenn das klappt, Leute. Ich weiß nicht, ob das so ist, wenn man 10 hat. Boah, das war knapp. So. Erstmal gehen wir zu der Hexe. So, das machen wir noch. Dann versuche ich den Geheimtechnik auf, wie das auch heißt, diese Elementarfeuerdingen. So. Okay, wie konnte ich nur die 3 Kristallkugeln verlieren? Obwohl die beim Wachturm sind. Meine 3 Kristallkugeln und mein Spiegel kann ich gar nichts machen. Hast die Hexe verloren. Ja, ich verstehe jetzt nicht. Die wollte, dass ich zu Taten mache und jetzt will die was ganz anderes. Komisch. Egal, wir geben das bei ihr ab. So. Und... Hä? Will ich eigentlich verarschen? Wo sind die 3 Kristallkugeln? Wie kommst du denn dazu? Naja, was soll's. Ich bin bloß froh, dass sie jemanden gefunden hat. Danke. Jetzt kann's losgehen. Bist du schon neugierig? Das dürfte nicht ganz allzu lange dauern. Komm also bald wieder, dann zeige ich dir das Ergebnis. Du hast die Hexe verloren. Geschafft. Ja, Leute, ich lese das nicht mehr. Das sind viele Sachen. So. Haben wir jetzt auch. Geschafft. Das heißt, eine Pflanze haben wir eingegeben. Okay, Botamushi-Dorn. Wo soll ich das denn herbekommen jetzt? Erkältungsmedizin hat die dann auch. Die will ja auch alles mehr hier. Ja, das haben wir noch nicht, Leute, diese Botamushi-Dorn. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt herbekommen soll. Muss dann nachschauen, Leute. Ja, Leute, das ist nicht mehr lange. Wir werden noch die Sachen für die Hexe suchen. Dann muss er noch zu dem Alten, zu dem Weisen. So, ich gehe mal zurück, damit wir dann speichern können. Und wie gesagt, dann muss er noch die blaue Tor finden, der Schweinetor, damit wir dann gegen den letzten Schwein kämpfen können. Und das war's dann auch, ne? Dann kommt der letzte, dann allerletzte Schwein und dann haben wir das geschafft mit dem Spiel. Ich denke noch 2 Parts oder noch ein Part, wir schauen, Leute. So, wir haben hier gespeichert. Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Also der Kampf hat ja nicht lange gedauert, aber wir haben schon viele Sachen gemacht, Leute. Das war schon okay. Auf jeden Fall sehen wir uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder, Leute. Wenn es wieder heißt, Tombi 1. Ciao, Leute.